Grüß Gott aus Bread Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute wieder mit einem spannenden Video zu unserer Themenreihe Marken vom Markenfriedhof. Und meine Fans wissen, ich bin ja ein bisschen autoverrückt. Deswegen haben wir heute wieder eine bzw. sogar zwei verschwundene Automarken, die ich ganz ehrlich gesagt auch nicht kannte. Aber weil relativ wenig auch noch erhalten ist oder ich relativ wenig finden konnte, gibt es eben auch zwei Automarken. Und zwar einmal die Marke Zeta mit Z geschrieben, Z-E-T-A. Das ist eine Automarke, die von 1963 bis 1965, gut, kurze Zeit, 3 Jahre nur, in Australien vom südaustralischen Hersteller Leitbum und Co. hergestellt wurde. Das war ein etablierter und ist ein etablierter Hersteller von Betonmischern und Waschmaschinen. Okay, kann man dann auch mal Autos bauen. Und die ersten Zeta-Modelle wurden für einen ganz schlanken Preis von 595 Pfund eingeführt und verkauft. Die Produktion wurde dann 1965 wieder eingestellt und die letzten Fahrzeuge 1966 verkauft. Insgesamt, so sagt uns Wikipedia, wurden weniger als 400 Fahrzeuge insgesamt verkauft. Ich verlinke euch das hier natürlich. Es gab einmal eine Zeta Limousine und einen Zeta Sportwagen, einen Roadster. Und ja, sehr spannend. Das ist, wie gesagt, die Marke Zeta. Und da kommen wir mal schnell zur anderen Marke. Das ist ein Fahrzeug, dessen Name Keller heißt. Also Keller wie das ja, wie ein Keller halt. Ja, Weinkeller oder keine Ahnung, Keller halt. Und zwar, das war eine Keller Motor Corporation in Huntsville, Alabama, USA. Und das Unternehmen hat von 1948 bis 1950 PKWs hergestellt in, ja, wie gesagt, USA, Kalifornien. Und die Fahrzeuge waren eben so Kombifahrzeuge. Und die wurden von ehemaligen Flugzeugtechnikern gebaut, die nach dem Zweiten Weltkrieg von der Luftwaffe entlassen worden waren. Und sie verwendeten dementsprechend vorwiegend Teile aus der örtlichen Flugzeugproduktion, Fabrikation. Und bei diesen Fahrzeugen wurden verschiedene Neuerungen eingeführt. Zum Beispiel die Blockbauweise von Motor, Schwungrad, Kupplung und Getriebe. So steht es jedenfalls hier. Somit konnten diese Einheiten leicht ein- und ausgebaut werden. Keller hatte mit seiner Vertriebserfahrung 1500 Händler gewinnen können, als er dann 1949 unerwartet verstarb und damit, wie das dann oft so ist, wenn der Chef verstirbt, dass auch wenn kein Nachfolger da ist, kein Visionär, wie auch immer, dann stirbt das Unternehmen auch und deswegen nur von 1948 bis 1950. Auch wieder 3 Jahre, so wie Zeta auch 3 Jahre. Und verlinke ich euch natürlich auch hier unter dem Video. Und die Fahrzeuge sind auch recht gefällig. Wie gesagt, Kombifahrzeuge. Und ja, insgesamt, und das fasse ich hier mal als Resümee zusammen, gibt es viele verschwundene Automarken oder Automarken, die in anderen Konzernen aufgegangen sind. Ich habe mir tatsächlich für euch, aber weil es mich natürlich auch interessiert, ein Buch bestellt. Und zwar mit 300 verschwundenen Automarken. Ich finde das relativ viel. Klar setzen sich immer nur die Besten, die Klassiker oder auch die durch, die am besten wirtschaften. Aber ich denke mal, unter diesen 300 sind doch viele spannende Fahrzeuge mit dabei. Und ja, seid einfach mal gespannt. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich die nächsten Monate nur Automarken vom Autofriedhof oder Markenfriedhof poste, völliger Quatsch. Das ist einfach nur so, weil es mich interessiert. Wen es interessiert, wow, wer auch autobegeistert ist,
Dem werde ich hier unten drunter das Buch verlinken, dass ihr euch bei Amazon oder sonst wo Medimobs bestellen könnt. Das Buch gibt es auch gebraucht. Wie gesagt, hier einfach unten drunter, ich verlinke euch das, habe ich nichts von, mache ich gerne. Und ja, Autohistorie ist eine spannende Historie. Bleibt mir zum Schluss noch übrig Markenrechte. Also Fahrzeuge, Kellerfahrzeuge, keine Markeneintragung. Das gleiche gilt für Zeta. Klar, waren in Australien, warum sollen die in Europa eingetragen sein? Auch keine Markeneintragung, keine Historie dann mehr vorhanden. Und damit sind wir auch schon am Ende heute wieder mit zwei Marken vom Markenfriedhof. Sowohl die Unternehmen als auch die Marken gibt es nicht mehr. Wenn euch meine Videos gefallen vom Markenfriedhof und das nächste Mal gucken wir mal, dass wir wieder was Technisches finden oder was aus dem Lebensmittelbereich, das weiß ich heute noch nicht, da muss ich auch ein bisschen recherchieren, aber dann lasst mir schnell einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, hier unten einfach auf Abo klicken, relativ einfach und dann freue ich mich, wenn ihr auch bei meinen nächsten Videos wieder mit dabei seid. Ihr wisst, die gibt es regelmäßig, die gibt es sogar täglich und dann freue ich mich, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, bis dann, Servus!